Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen jetzt hier direkt weiter gegen die fucking redanischen Soldaten. Mehr bringst du nicht zu Wege? Zucker, stirb! Kurz mal darauf gehen, zack, zack, zack. Falsche Taste. Ich gebe zu, ich kann die nicht so gut auseinanderhalten. Komm, gegen Hexenjäger habe ich schon so oft gekämpft. Junge! Wieso? Ich gucke die an und er visiert sie nicht an. Er schlägt durch sie durch. Das ist doch einfach schlecht gemacht. So, ich gehe Hemm drauf, weil ich halt damit rechne. Jo, ich hämmer die jetzt in den Boden und dann sind die halt, dann taumeln die und können mich angreifen. Aber ich treffe sie einfach nicht. Ich weiß doch nicht mal, wer da meine Gegner sind, wer nicht. Die sehen alle gleich aus. Das sind alles Schattengestalten. Das ist doch kacke. So wollte ich. Das wollte ich nicht machen. Wieso haut er so viel schneller zu als ich? Junge! Danke. Sind die jetzt alle unsterblich hier, oder was? Also kurze Realitätsüberprüfung. Mein Schwert ist ein bisschen beschädigt, aber nicht so kaputt, dass es keinen Schaden mehr machen sollte. Ich glaube, es ist verbuggt. Leck mich, wenn das bei den nächsten auch noch so ist, kann ich hier direkt wieder laden. Ne, die kriegen Schaden. Hä? Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Alter. Das war doch Much, ey. Komm her. Ich habe Ausweichen gedrückt, aber okay. Ich liebe ja Schildboys. Also ich wollte nach hinten sprengen, vielleicht stand Wes mir im Weg, das kann sein. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich den einfach umboxe. So richtig Gentleman-like, wie Geralt halt ist. Das Art sehr wenig macht es halt sehr schade. Ne? Es wäre halt richtig geil, wenn es einfach die Schilder wegfegen würde, was ja auch durchaus realistisch wäre, wenn so ein Windhauch kommt. Also Windstoß, dass du dein Schild nicht mehr in der Hand hältst, sondern es einfach weggerissen wird. Aber nein. So überhaupt nicht. Leider nein, leider gar nicht. Wieso fallen hier eigentlich die ganze Zeit die Fässer vom Himmel? So. Natürlich geht er sofort nur noch auf mich. Was habe ich hier gerade getroffen, möchte ich mal fragen. Okay, ich darf während des Kampfes natürlich nicht,
Natürlich nicht die Leute darunter schießen, ne? Ich habe nach hinten gedrückt zum Ausweichen, aber okay. Jetzt sind die schon wieder unsterblich. So. Junge! Komm! Meine Fresse, ey. Hexenjäger-Offizier, Junge. Pass mal auf, ja. So, mein Freund, jetzt kommst du her. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll, Freunde. Hallo, Triss wollte ich gerade sagen, Wes. Ich sammle mal kurz Müll, ne? Also so viel Zeit muss ja auch sein. So. Hätte ich natürlich auch immer direkt sammeln können, als ich so platt gemacht habe, aber habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Ja, ich muss auch sagen, dass mich hart abgefuckt hat, dass sie zwischendurch da unsterblich waren, warum auch immer. Okay. So. Wir sind schon wieder kurz vorm Level Up. Wir sind dann Level 31, glaube ich. Ah ne, 30 sind wir erst, okay. Wir sind dann Level 30. Ich meine, 30 oder 32 könnten wir die Rüstung weitermachen. Servus! Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Radovid ist tot. Durch wessen Hand das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann los. Königsmörder. Errungenschaft freigeschaltet. Und? Habt ihr es geschafft? Ja,
Wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Temerien! Was jetzt, Rosch? Ein neuer Partisanenkrieg gegen die Schwarzen? Nein, der Krieg ging soeben zu Ende. Wie das? Gibt es etwas, was ich nicht weiß? Das kann man sagen. Weißt du, morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben? Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien, aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Dass mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte. Wie bitte? Wagmit, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thaler gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir Emhir praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Rosch, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Ja, ich sehe dich gebrochen am Boden, du Fotze. Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Pech. Dann stirb mit ihnen. Bringt sie alle um. Reißt euch zusammen, Jungs. Anzweifeln, Freunde. Wir haben gerade eben einen fucking König ermordet, mehr oder weniger. Junge, du bist eingefroren, hör auf dich zu wehren. Du bist auch eingefroren, hör auf dich zu wehren. Die sind echt nicht so stark, möchte ich anmerken. Bock! Komm, wir brechen hier. Hä? Was war das denn? Komm, wir brechen hier nochmal das Bein, Brudi. Wäre angenehmer gewesen, kann ich dir sagen. Als ob ich Roch... Also kurze Zusammenfassung, ne? Als ob ich Roch, der uns gegen die fucking wilde Jagd geholfen hat, mit Wes, die uns gegen die fucking wilde Jagd geholfen hat, unseren guten Freund Thaler aus dem ersten Teil sterben lasse. Hä? Fick Dijkstra, Junge. Dämlicher Wichser. Bums mich der Troll. Das war knapp. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen.
Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Ich hab... Die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysima, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf. Leb wohl, mein Freund. Das war eine Wendung, von der ich natürlich wusste, weil ich mich vorher gespoilert habe. Ups. Ich habe mich vorher gespoilert, weil ich wissen wollte, welche Enden es hier gibt. Und in meinen Augen macht das hier deutlich mehr Sinn, als Dijkstra halt einfach gewähren lassen. Ich meine, A ist ja nur ein fetter Spitzel, der sich jetzt zum König erheben lassen will. Und ich halte nichts von ihm als König. Ich habe schon als normalen Buben nichts von ihm gehalten. Ja, und ansonsten halte ich halt auch nicht viel von ihm. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal schnell die Mitgift. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Ah, ist halt echt nicht so weit weg. Ich würde sagen, dazu reisen wir mal eben kurz zum Fort Weißer Adler und reiten hoch. Platz des Hierarchen hier direkt um die Ecke, ne? Ehre. Servus. Ich soll deine Zulage. Halt die Fresse. So, Fort Weißer Adler. Das war das, wo der Troll steht, ne? Ja. König Radovid ruft nicht mehr. Okay, Bruder. Wir erklären ihm, dass Radovid tot ist. Also ich habe mich tatsächlich nicht so... Also ich habe mich über alles gespoilert, tatsächlich, was in der Quest passieren kann, aber ich bin... Also wer wäre ich, wenn ich Fisch, wenn ich nicht alles wieder vergessen hätte? Dementsprechend habe ich alles wieder vergessen. So, und ich weiß, dass hier irgendein Mistvieh war, ne? Weswegen ich mich hier nicht anständig umgucken konnte. Genau, der Greif. Basilisk. Kurze Rückfrage, ne? Ein Basilisk. Was ist ein Basilisk? Ist ein Basilisk ein Hybride? Nö. Ist ein Drakonid, okay. Dann hämmern wir da mal Drakonidenöl da drauf. Kurz. So, T. Q. Und Schlitz. Ich habe ihm den fucking Kopf abgeschlagen, Bruder. Okay. Nice. Und hier war der versteckte Schatz. Alter, ich bin jetzt so in Far Cry, in Crysis drin, dass ich die ganze Zeit mit F alles öffnen will. Ja, Müll, ne? Cool. Immer noch nicht gelevelt. Das heißt, das nächste, was ich machen würde, ist tatsächlich der vermisste Bruder, glaube ich. Denn alles andere ist 34 und ins Gellige. Beziehungsweise die beiden sind noch in Novigrad, aber halt 34. Oh, Wolfsschulenausrüstung hätten wir dann vielleicht mal fertig sogar. Ja, aber ich würde sagen, wir machen als nächstes den vermissten Bruder. Ich würde aber sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!